Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist hier in der Büroküche. Und heute machen wir gemeinsam Schinkenhackröllchen mit Möhrenreis. Du siehst es hier auf dem Bild, sieht auf alle Fälle sehr interessant aus. Ich bin mir sicher, es wird auch wieder klasse schmecken. Und deswegen lass uns einfach beginnen. Die Vorbereitungen waren relativ einfach. Das sind hier, ich glaube, 3 Möhren. Das ist hier ein Brötchen, altbacken, bisschen klein geschnitten. Eine Zwiebel halbiert, eine Knoblauchzehe halbiert und ein Ei zur Seite gelegt. Und damit können wir auch beginnen. Bei mir beginnt der Kochvorgang immer mit einem Klick auf den grünen Button. Und als erstes benötige ich 40 Gramm Brötchen, altbacken in Stücken. Mal gucken, wie viel das hier sind. Werden wahrscheinlich etwas mehr sein. Naja, gut, das eine Stückchen mache ich noch mit hinzu. Weil ich habe nachher auch ein bisschen mehr gehackt, dass du weißt, ich tendiere immer dazu, ein bisschen die Menge zu erhöhen. Und wenn es klappt, kannst du das genauso nachmachen. Wenn nicht, dann halte dich bitte an die vorgegebenen Mengen. Und hier geht's weiter. Und zwar Messbecher in die Mixtopfdecke einsetzen. Ist geschehen, für 20 Sekunden auf Stufe 5 unsere Brötchen zerkleinern. Ja, dann schauen wir uns mal das Ergebnis an. Also aus meiner Sicht noch nicht so optimal. Weiß ja nicht, was bei rauskommen soll. Prinzipiell wollen wir das in die Klopse mit einmischen oder uns dann einer Klopsmasse machen. Und deswegen, ich würde jetzt ganz einfach mal die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen und nochmal für 10 Sekunden auf Stufe 10 das Ganze zerkleinern. Ja, falls die gröberen Stückchen im Plan waren, dann habe ich diese jetzt zerstört. Also du siehst, jetzt haben wir ja vernünftig so eine Art geriebene Semmeln. Ich fülle das mal um. Und dann machen wir weiter mit einer Knoblauchzehe. Und ich vermute mal, danach kommt gleich noch die Zwiebel. 40 Gramm Zwiebel halbiert. Also ich gebe das mal erstmal die Zwiebel hinzu. Dann noch die Knoblauchzehe. Ja, ist fast ein bisschen viel Zwiebel geworden, aber gut, ich lasse es mal dran. Jetzt ist sie einmal geschnitten und geschält. So, Messbecher in den Mixtopfdeckel einsetzen. Also im Endeffekt verwenden wir 500 Gramm Hackepeter. Ich denke mal, das eine Zwiebel nicht zu viel, das ist der Hintergrund. So, und für 4 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. Jetzt die Zwiebel mit dem Spatel herunterschieben. Und hinzu kommt ein Ei. Dann unser zerkleinertes Brötchen. Ein Teelöffel Salz. Ein Viertel Teelöffel Pfeffer, nach Gefühl. Ein halber Teelöffel Paprika. Paprika edelsüß. Ein Teelöffel Dijon-Senf und hier muss ich sagen, habe ich leider Gottes irgendwie übersehen, dass wir diesen Dijon-Senf brauchen. Ich nehme also hier den guten Bautzener Senf. Und jetzt kommen noch 400 Gramm Hackfleisch hinzu, in meinem Fall die 500, wie gesagt. Und wir schauen mal, ob es zu viel wird. Sollte irgendetwas nicht so gut funktionieren, dann lag es an meinen individuellen Kreationen. So, ein bisschen zu klein an das Hackfleisch. Jetzt den Messbecher in den Mixtopfdeckel setzen und den Mixtopf verschließen und dann für 2 Minuten unsere Masse schön kneten lassen.
Jetzt schauen wir uns mal unsere Mischung an und mit dem Knetmodus hat das hervorragend funktioniert. Ja, jetzt werde ich diese Hackfleischmischung auf diesen Kochschinken hier verteilen, daraus Röllchen machen und ja, dann das Ganze hier in den Varoma-Einlegeboden einsetzen und dann sehen wir uns wieder. So, die wahrscheinlich größte Einzelarbeit zum heutigen Gericht ist wahrscheinlich erledigt. Also diese ist erledigt, genau. Und ja, ich habe ein bisschen mehr natürlich auch verbraucht, genau, oder mehr angewendet, denn ich hatte ja ungefähr 500 Gramm Hackepeter statt der 400 Gramm, die im Rezept vorgesehen waren. Und ja, ich habe meine Scheiben sozusagen gefüllt, meine Hinterbruch- und meine Kochschinkenscheiben. Und das sieht dann ganz einfach so aus. Den Varoma-Behälter brauchen wir nachher nicht, wenn ich nichts übersehen habe. Und deswegen geht das an sich hervorragend. So, dann setze ich mal den Varoma-Boden hier ein. Ich habe also insgesamt 4, 8, 11 Rollen gemacht. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Röllchen mit danach nach unten in den Varoma-Behälter legen. So habe ich das gemacht. Und jetzt kommen in den Mixzopf 300 Gramm Möhren in Stücken. Den Messbecher in den Mixtopfdeckel einsetzen und den Mixtopf verschließen. Und dann machen wir die Möhren klein für 3 Sekunden auf Stufe 5. Zerkleinerte Möhren umfüllen. Da würde ich jetzt ganz einfach meinen Teller wieder verwenden und du siehst, die sind, naja, ja, das kann man wahrscheinlich auch noch ein bisschen feiner machen. Ich würde es mal schnell tun. Und zwar, ich sage mal dieselbe Prozedur nochmal. Ja, sieht feiner aus. Ich denke mal, jetzt kommt es dem Möhrenreis schon näher, was wir nachher machen wollen. Das hängt natürlich auch immer von der Größe der Stücke ab, die du am Anfang hineingibst. Ich bin da immer ein bisschen faul und waren die bei mir, hast du ja gesehen, relativ große Stücken. Ja, und so sieht das auch schon ein bisschen so nach Möhrenreis aus. Ich mache mal den Rand mal hier oben kurz ein bisschen sauber. Und im nächsten Schritt kommen jetzt 1200 Gramm Wasser in den Mixtopf. Dann 2 gehäufte Teelöffel Gewürzpaste für Gemüsebrühe. Ja. So. Und dann wird der Gareinsatz eingehängt. Und in den Gareinsatz kommen jetzt 250 Gramm Reis. Diesen würde ich mal ganz schnell noch mal kurz abspülen. Ganz einfach, damit alles auch schön feucht ist von Anfang an. Und hier kommt noch mit hinzu, deswegen dürfen wir jetzt auch nicht viel mehr als diese 250 Gramm Reis verwenden, die zerkleinerten Möhren. Die werden jetzt nämlich auf den Reis gegeben. Jetzt, da ist der Deckel, kommt der Varoma oben auf unseren Schinkenröllchen und dann sehen wir uns in 32 Minuten wieder, natürlich Varoma noch verschließen, dann sehen wir uns also in 32 Minuten wieder, wenn alles schön gedämpft, gekocht und ja, heiß ist. Jetzt war also sozusagen eine halbe Stunde Zeit für andere Aktivitäten und nun schauen wir mal, was bei herausgekommen ist. Ich gucke mal hier rein. Also diese Schinkenröllchen sehen schon mal gut aus.
Ja, ich werde sie vielleicht noch ein bisschen anschneiden und mal gucken, ob sie auch durch sind. Da nehme ich mir mal eins hier aus der Mitte heraus. Und ja, hervorragend. Dann stellen wir den Aroma zur Seite. Deckel ab. Und ja, unser Garbehälter ist gut gefüllt. Oder gar Einsatz. Das dachte ich mir schon, weil die 250 Gramm hätten den normalerweise auch schon ziemlich voll gemacht. Aber gut, die Möhren sind auch sehr weich geworden jetzt hier. Also das hat sich irgendwie angepasst. So, weiter geht's. Den Mixtopf leeren und dabei die Garflüssigkeit auffangen. Das ist natürlich jetzt noch extrem viel. Ich brauche 450 Gramm Garflüssigkeit. Jetzt tut es mir ein bisschen in der Seele leid, das alles wegzuschütten. Mal gucken, ich werde mal wieder versuchen, ein bisschen mehr Soße zu erzeugen. Dann ist die Soße auf alle Fälle reichlich nachher da. Und wegschmeißen kann ich sie ja dann immer noch. Aber ich denke mal, die wird auch alle werden. Das heißt, ich nehme jetzt mal wieder so ein Drittel mehr, 600 Gramm. Da müssen wir nicht alles hier wegkippen. Oh ja, passt ja fast, ne? Aber gut, Rest schütten wir dann halt einfach mal weg. Dann hier auch wieder ein Drittel mit dazu. Das heißt also 70 Gramm. Ein Drittel sind ungefähr 25. Machen wir also knapp 100 Gramm jetzt hier an Tomatenmark hinzu. Dann 100 Gramm Kräuterschmelzkäse, Drittel wären 130 Gramm, ich habe hier 150. Ja, ich weiß nicht, wie du das immer machst, aber bevor ich mir jetzt hier ein Stückchen aufbewahre, Pi mal Daumen, denke ich mal, ist beim Kochen okay. Soll ja auch nicht immer gleich schmecken, ein bisschen Varianz ist da durchaus okay. Und so haben wir jetzt keinen Rest hier übrig. Dann geht es weiter mit 30 Gramm Mehl, da also auch ungefähr ein Drittel mehr, also 10 Gramm mehr hinzu sind dann 40 Gramm. Dann eine Prise Pfeffer. Ein Esslöffel Basilikum. Dann nehmen wir also einen gehäuften Esslöffel Basilikum. Ja, hier steht im Rezept frisch oder eingefroren. Ich hatte jetzt nur getrockneten da. Und jetzt den Messbecher in den Mixtopfdeckel setzen. Und dann haben wir ganz fix unsere Soße, und zwar richtig viel Soße gemacht. Und zwar brauchen wir jetzt mal 4 Minuten bei 90 Grad und alles auf Stufe 3 rühren. Ja, das hat gut geklappt, auch von der Temperatur her. Man hätte jetzt, ist mir ein bisschen später eingefallen, vielleicht 1 Minute mit hinzugeben können, aber das ist also dadurch, dass wir auch bloß auf 90 Grad jetzt hochgegangen sind, ist das also völlig okay. So, riechen tut es hervorragend. Und schmeckt absolut fantastisch. Nach Möhre ein bisschen. Ja, wobei, nee, Möhre nicht, ist falsch. Ich hatte hier gerade die Möhren gerührt. Du siehst, ich habe aus meinem Reis jetzt nochmal ein bisschen Möhrenreis gemacht, indem ich die Mischung jetzt einfach mal durchmischt habe. Und das hier nach Tomatenmark und Schmelzkäse ist auf alle Fälle eine leckere Geschichte. Und ja. Unsere Schinkenröllchen sehen gut aus. Und dann werde ich jetzt alles nochmal auf einem Teller anrichten. Mir einen richtig schönen, schicken Teller machen. Ich freue mich auf mein Essen. Mache nochmal ein Foto, hänge das Ganze ans Video hinten dran. Und ja, wie immer, dann freue ich mich auf dich im nächsten Video hier beim Kochen in der Büroküche. Ich denke mal, auch das nächste Video wird wieder ein leckeres Rezept werden. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Nachkochen, guten Appetit und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dahin. Ciao.